Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt und sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben, dass sie keine Furcht über sie kommen soll, noch sie traurig sein sollen. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen ließ. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Mohammed sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Frage, die Rangstufe der Mörderer bei dem Gott. Das Martyrium auf dem Weg Allahs, Ehre sei ihm, stellt eine der höchsten Stufen dar und gehört zu den Taten, die man Allah näher bringen. Allah, Ehre sei ihm, wählt Helden aus, die ihre Seelen opfern, um das Wahre zu retten und es zu verteidigen, das Heimatland zu retten und dessen Bürger und Territorien zu erhalten. Allah, Ehre sei ihm, sagt im Koran, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Zitat Ende. Deshalb hat Gott gepriesen, sei er, die Mörderer mit hohen Stufen, großen Tugenden und einzigartigen Wörtern ausgezeichnet. Als Beweis dafür ist der Ausspruch des Propheten Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, indem er sagte: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist, dass ich mir so sehr wünsche, dass ich auf dem Weg Allahs umkomme, als dann wieder lebendig gemacht werde, als dann auf dem Weg Allahs umkomme und wieder lebendig gemacht werde, als dann auf dem Weg Allahs umkomme und dann wieder lebendig gemacht werde, dann wieder auf dem Weg Allahs umkomme. Zitat Ende. Es gehört zum erhabenen Grad der Mörderer, dass sie bei ihrem Herrn am Leben sind, ein Leben, das das Leben der Menschen bei weitem übersteigt. Allah, Ehre sei ihm, sagte und sagt nicht da von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Jabir ibn Abdullah, Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden, sagte: Einmal traf mich der Prophet Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, und sagte zu mir: Warum bist du traurig? Ich antwortete: O Gesandter Allahs, mein Vater ist als Mörderer gestorben und hat Kinder und Schulden hinterlassen. Der Prophet antwortete: Möchtest du, dass ich dir mitteile, was Allah für deinen Vater vorbereitet hat? Ich antwortete: Natürlich ja, O Gesandter Allahs. Der Prophet sagte: Allah spricht zu niemandem außer hinter einem Schleier. Er sprach aber ohne Schleier zu deinem Vater, nachdem er ihn auferweckt hatte. Er sagte zu ihm: O mein Diener, sag mir deine Wünsche, ich werde sie dir geben. Dein Vater sagte: Ich wünsche, mein Herr, dass du mich wieder zum Leben erweckst, um auf deinem Weg noch einmal getötet zu werden. Allah antwortete: In meiner Allwissenheit steht geschrieben, dass Menschen nach ihrem Tod niemals wieder lebendig werden sollen. Zitat Ende. So wurde dieser Vers offenbart. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Zitat Ende. So wie die Mörderer bei ihrem Herrn am Leben sind, so sind sie auch im Gedächtnis des Vaterlands verankert und ihre Heldentaten sind unvergessen. Zu den besonderen, höheren Stellung der Mörderer gehört, dass deren Seelen bei ihrem Herrn genießen und mit Leichtigkeit und bequem im Paradies wandeln. Der Prophet Mohammed, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einem Hadith: Als eure Brüder in der Schlacht von Uhud getötet wurden, legte Allah ihre Geister in die ein Geweide der Vögel, die auf den Flüssen des Paradieses fliegen, von seinen Früchten, die sie essen. Dann suchen diese Vögel Schutz in den goldenen Pullovern, die vom Dach des Throns hängen. Zitat Ende.
zur Ehrung der Mütter erzählt, dass sie am jüngsten Tag den großartigen Lohn und reichliches Licht erhalten werden. Allah Ehre sei ihm, sagte, und die Mörderer sind bei ihrem Herrn. Sie bekommen ihren Lohn und ihr Licht. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad sagte zur Mutter von Haritha ibn Suraqa, Allahs Wort gefallen auf ihr, als sie ihn nach dem Schicksal ihres Sohnes fragte, der in der Schlacht von Badr als Mörderer gestorben war, O Haritha, es geht dort um mehrere Gärten. Dein Sohn ist im erhabensten Paradies. Zitat Ende. Die Mörderer werden am letzten Tag für ihre Familienversprache einlegen. Allah belohnt ihre Familien dafür, dass sie sie gut erzogen und sie dafür vorbereitet haben. Der Prophet teilte uns mit, dass der Mörderer zugunsten von 70 Mitgliedern seiner Familie Fürsprache einlegt. Die Belohnungen für ihre Taten sind ununterbrochen und werden verdoppelt. Der Prophet Muhammad sagte in einer Überlieferung, das Werk eines jeden Toten ist so in der, außer dem Werk dessen, der auf Allahs Weg getötet wird. Allah lässt ihm das Werk bis zum letzten Tag wachsen und ist vor der Wahl des Grabs sicher. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Gewiss, der Grad des Märtyrers ist das Verdienst des wahren Märtyrers, der das wahre Kind ihm treu ist, es verteidigt und für es opfert. Der wahre Märtyrer ist derjenige, der in Verteidigung seines Landes, seiner Ehre und die Sicherheit und Rettung seiner Bürger getötet wurde. Der Prophet Muhammad sagte, wer bei der Verteidigung seines Eigentums getötet wird, ist ein Mörderer. Wer bei der Verteidigung seiner Familie, sein eigenes Leben oder seiner Religion getötet wird, ist ein Mörderer. Zitat Ende. Es ist zu bekräftigen, dass die Treue zu den Seelen unserer Mörderer von uns allen verlangt, dass wir Soldaten dieses großen Vaterlands sind, jeder in seinem Bereich und mit dem Maximum seiner Anstrengungen. Wir müssen uns alle hinter unserer Armee, unserer Polizei und allen nationalen Behörden stellen und von Allah die Vergeltung der Mörderer erhoffen. Der Prophet Muhammad, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte in diesem Zusammenhang in einer Überlieferung, wer aufrichtig um den Mörderertod bittet, dem verleiht Allah den Grad des Mörderers, selbst wenn er auf seinem Bett stirbt. Zitat Ende. O Allah, bewahr unser Land Ägypten und alle Weltländer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.